Ihr Hauptziel war das verdammte Hotel, nicht irgendwelche Zivilisten. Wer sagte, das sei ein Rettungseinsatz? Wir dachten, die Zeit reicht, Sir. Soweit ich weiß, hat Turner hier das Sagen, nicht Sie. Gibt er jetzt die Befehle? Nein, Sir, das geht auf mich. Nur auf mich. Wir beide sind schuld. Gut, aber das Letzte, über das ich mir den Kopf zerbrechen sollte, ist, ob zwei meiner besten Männer Befehlen folgen, wenn wir kurz vor der größten Operation des gesamten Kriegs stehen. Denken Sie daran, dies ist die Speerspitze unseres Vormarsches zum Rhein. Wir müssen einen ganzen Wald sichern, damit der Konvoi durchkommt. Von jetzt an akzeptiere ich nur noch Höchstleistungen. Machen Sie Ihre ungehorsamen Ärsche abmarschbereit. Drei Wochen sind vergangen. Wir sind jetzt im Hürtgenwald und sichern ihn für den Konvoi zum Rhein. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich erst jetzt einen Brief öffne. Wenn's aus ist, wir sind für dich da, Kumpel. Ich hab dich gewarnt. Streber, lass ihn reden. Sie ist schwanger. Wow! Hey, das ist toll! Sieh an! Daniels wird schon bald zum Daddy. Sie wollte es mir sagen, aber ich war nicht bereit dafür. Okay. Ich hol mir noch einen Kaffee. Kommt schon, ihr Spinner, lasst ihn durchatmen. Aber ich will keinen Kaffee. Ich denke doch. Ich bin im fünften Monat und habe eine Hoffnung, die man nicht beschreiben kann. Tut mir leid, ich konnte es dir nicht am Tag vor deiner Abreise erzählen. Und damit herzlich willkommen zurück. Alle Mann sammeln! Wo ist Daniels? Davis hält eine Rede. Komm schon. Alles klar. Alles klar, Sussmann. Ich komme. Der Hürtgenwald ist düster und nahezu undurchdringbar. Unsere Mission ist das Einnehmen von Hügel 493. Wer den Hügel hält, kontrolliert das Tal. Für unbedeutende Männer mag diese Aufgabe unschaffbar erscheinen. Doch unsere Division hat eine überaus stolze Geschichte. Im Ersten Weltkrieg haben wir als Erste einen deutschen Angriff aufgehalten. Als Erste einen Gegenangriff gestartet. Als Erste den Rhein überquert. Nichts hat uns aufgehalten und nichts wird dies je tun. Lieutenant, sagen Sie ihnen, wofür wir stehen. Keine Mission zu schwer, kein Opfer zu groß. Pflichtbewusst. Ich kann Sie nicht hören. Keine Mission zu schwer, kein Opfer zu groß. Pflichtbewusst. Ganz genau. Bereit machen zum Ausrücken. Oh Gott. Die Pflicht zuerst. Zurück ans Werk. Ich habe die Sorge, dass wir jemanden verlieren. Ausrücken in 5. Okay. Hey Daniels, kannst du mir einen Gefallen tun und Willis was zu essen bringen? Er bewacht die Umgebung. Alles klar. Mache ich. Vielen Dank, er bewacht das Tal. Sie haben tausende von Minen platziert und ihre Bunker befestigt. Ja, das muss... Das ist so krass einfach. Die wissen ganz genau, was hier los ist. Wir haben kaum noch was. Geben Sie mir einfach, was Sie haben. Verstanden, Sergeant. Wir chillen auf Sie. Ja, das ist übel. Guten Morgen, Soldat. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich muss gerade hier unseren Kollegen verfüttern. Private Lai. Brown. Zu wem müssen wir? Ach, der ist da. Herr Schofield. Ein Gruß aus der Kirche. Nur das Beste, was? Danke, Kumpel. Wie sieht's aus? Sieh doch selbst. Lass mich gucken. Diese Kanonen lassen nicht nach. Das hört Alter. Nicht auf. Ich hab gehört, ihr greift sie heute an. Das ist der Plan. Viel Glück da draußen. Danke. Das wird nicht so einfach. Oh, wir haben ein M1A1 und eine Pistole. Kann ich noch eine andere Waffe mitnehmen? Bitte. Danke. Ich dachte, der ist im Boden versunken. Oh, my thing. Zum Glück hat er jetzt los jetzt. Kommen Sie. Alles klar, ich bin da. Okay, unser Ziel ist die Zerstörung der Artillerie auf dem Hügel, damit wir den Wald halten können. Los zuerst geht's. Stoßen wir zum zweiten Platoon am Fluss, dann rücken wir aus. Die Steine, die hier runterfallen. Die schwere Art. Heute wechselt schon den ganzen Tag den Besitzer. Wir helfen ihm bei der Sicherung. Die Steine. Da ist er. Davis hat den größten gepanzerten Konvoi zusammengestellt, den es je gab. Wow.
Wenn sich die Krauts deswegen nicht in die Hose machen, weiß ich auch nicht. Es ist immer noch eine lange Fahrt zum Rhein. Deshalb müssen wir diese Kanonen ausschalten und sie am Leben halten. Boah, keine Pershings. Nur Shermans. Hey, Sass. Macht die Kälte deiner alten Wunde zu schaffen? Weil meine Oma mit ihrer Hüfte jeden Winter... Sehe ich etwa aus wie deine Oma? Jetzt, wo du sagst, leck mich am Arsch. Die Gespräche. Ich kann meine Oma machen. Was für eine schöne Vorstellung. Okay. Alle Mann zu mir! Alles klar. Max! Schöner. Kommen Sie zurecht. Die Schweine greifen uns dauernd an. Die nächste Welle kann jeden Moment kommen. Okay, alles klar. Erstes Platoon, helfen wir diesen Jungs. Vorrücken, die Front zurückerobern. Verteidigungslinie einrichten. Die Minen aufnehmen und MGs bereit machen. Alles klar. Zur Brücke vorrücken und Bescheid geben, wenn ihr Bewegung seht. Wir müssen diese Verteidigung stärken. Ich brauche Minen platzieren. Sofort. Sir, ich dachte, wir greifen die Artillerie auf Flügel 493 an. Wir können unsere Linie nichts ungeschützt lassen. Wir rücken den Sammelpunkt vor, sobald die Brücke gesichert ist. Wie hole ich die Dinger hier raus? Wir sind auch nicht für die leichten Aufgaben hier, Private. Seht ihr diese deutschen Panzersperren? Hier kommen unsere Panzer niemals durch. Ja, genau darum geht es. Ich habe noch ein paar. So hin. Krauts, komm durch den Nebel! Angriff! Feuer! Alles klar! Sie kommen! Oi! Deutsche Granate! Tut mir leid! Nachladen. Gib mir das. Dann nimm du das Browning-Ding. Schieß mit der Browning-Ding. Oh shit, Alter. Sie werden kommen. MG42, aufgenommen. Sie kommen! Rückzugsposition! Westliches Brückenende! Rückzug! Nach hinten! Kopf runter! Browning! Weiter! Halte durch, Kumpel! Komm! Ich hol dich da raus! Oh fuck, Alter! Er ist tot, fuck! Er ist weg! Irgendwas zum Explodieren. Hier ist eine fucking Bazooka. Wo ist der? Geh in Deckung. Ein Treffer. Ich hab nichts. Gib mir die Bazooka. Scheiße. Treffer. Es wird schon wieder! Komm, Junge! Halte durch, Kumpel! Bleib hier! Vorne Bazooka! Verdammte Scheiße! Sucht nach Panzerabwehrausrüstung! Schnell! Habt noch eine! Wo ist der Panzer? Panzer geplatzt! Hier rüber! Gute Arbeit, Daniel! Ich bin da. Erstes Platoon zu mir! Wir kommen, Sir!
Wir teilen uns in zwei Teams auf. Pearson, Sie gehen nach Norden über die Brücke zum Hügel. Ich folge dem Fluss mit einem Trupp, um Ihnen Deckung zu geben. Treffpunkt ist am Fuß von Hügel 493. Verstanden. Wir sehen uns. Ja, sei vorsichtig da draußen. Ja, du auch. Munition! Hoffentlich war es eine gute Idee, uns aufzuteilen. Wenn wir die Deutschen über diesen Fluss lassen, würde das die ganze Mission gefährden. Deshalb schützen wir Pearsons Flanke. Okay. Wie weit ist es bis zum Sammelpunkt, Sir? Es ist nicht mehr weit bis zum Fuß von Hügel 493. Wir müssen nur dem Fluss folgen. Hier Munition her. Danke. Also mein Car ist auch gut bestückt. Okay. Unten bleiben. Müssen Sie ausschalten, aber wir sind in der Unterzahl. Testen wir Ihre Flanken. Sie dürfen uns nicht sehen. Folge voraus. Okay, Daniels. Auf Ihr Zeichen. Ein 10er Karabiner. Feuer! Erstes Platoon vorrücken! Daniels gibt mit dem Scharfschützengewehr Deckung! Ich geb Deckung. Nachladen. Down. Oh, Silas, Alter. Was macht er denn schon im Camp? Ich seh niemanden mehr. Tot. Munition! Danke! Ich will gar nicht wissen, was. Vor ein Schnellfeuergewehr. Dringend. Was war da? MG42. Ich hab keine Munition mehr. Wer braucht das Ding schon? Und gesetzte Infanterie! Bin leer geschossen! Lade nach! Halt Aktivität! Das sind Waffen, die ich nicht brauche. Hinterher, 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 hinterher! Treffer! Sie fallen zurück! Ich hab meine Granate! Deutsche Infanterie! Lade nach! Nachladen! Scheiße! Oh, shit. Das ist eine Falle! Wir wurden gesichtet! Na los! Artillerie! Eine Falle! Ari! Bewegung! Oh, shit! Wir haben Artillerie Feuer verbunden! Beweg dich! Scheiße! Den hat's halt umgehauen! Boah! Fuck! Oh, shit! Steh auf, Red. Ich kenne dich besser als sonst jemand, daher weiß ich, dass du noch Kraft hast. Du kannst nicht aufgeben. Nicht jetzt oder überhaupt. Paul? Die Deutschen sind gleich hier. Zeig mir, was du drauf hast und steh auf. Oh, fuck. Ich fürchte, ich schaffe es nicht. Musst du aber, Red. Hazel braucht dich und dein Kind auch. Jetzt steh auf. Okay. Okay, Paul. Ganz genau. Du warst nie jemand, der aufgibt. Ich glaube an dich, kleiner Bruder. Paul. Paul. Wir sehen uns daheim, kleiner Bruder. Alles klar. Wir sehen uns daheim. Oh, shit. Oh, er hat's auch weggehauen. Briggs. Gott. Die hat's so getötet. Allesamt. Sag mal, die haben doch bestimmt noch andere Waffen gehabt. Ich muss den Sammelpunkt finden.
Oh, mir ist schwindelig. Oh, es ist übel. Alter. Oh mein Gott. Oh, ich hab alles verloren. Fuck. Das ist ja die reinste Hölle hier. Oh, Scheiße! Er ist tot. Bleiben Sie verborgen. Ah, wenn das so einfach wäre. Da vorne läuft einer. Ich hoffe nicht, dass wir am Ende noch eine Cutscene haben, wo wir dann... Oh. Nein! Alter, was? Ihr kranken Bastarde! Die Nazis, so kranke Bastarde. Karabiner. Ja, das Karabiner ist mir lieber. Muss irgendwie da durch. Was ist denn hier los? Wie, was ist denn hier los? Ich sehe schon, ich muss kämpfen. Darf ich kämpfen? Ich würde es so gerne machen. Der geht gleich in die Luft. Positionswechsel. Was hat der für eine Waffe? Zumindest so eine hier. Ich will mich ja rächen, wenn ich ehrlich bin. Ich konnte es halt echt nicht lassen, sorry. Eine automatische Schrotflinte? Nee. Wobei, ich habe keine Munition für die anderen Sachen. Huch. Bewegung! Der Sammelpunkt ist in der Nähe. Unsere Jungs können Hilfe gebrauchen. Verstanden, Sir. Alles klar. Vorsichtig sein. Öffnen Sie die Tür. Ich gebe Deckung. Bitte. Okay. Soweit safe. Kommen Sie. Turner hat nicht mehr Munition für uns. Sieht so runtergekommen aus, um Schutz zu bieten. Wurde vermutlich aufgegeben. Ob sie wohl zurückkommen? Hoffentlich nicht in naher Zukunft. Ja, das ist mal ein Deal. Oh, der hat eine... Haben Sie da draußen unsere Jungs gesehen? Nein, Sir. Hoffentlich haben Sie es bis zum Sammelpunkt geschafft. Ja, das wäre ein Deal. Ein bisschen Munition wäre nicht schlecht. Hören Sie. Wasser. Der Fluss muss ganz in der Nähe sein. Ich hoffe, unsere Jungs haben Schutz vor der Artillerie gefunden. Wir werden ihnen helfen. Keine Sorge. Da ist der Fluss. Wir müssen ihm nur zum Sammelpunkt folgen. Und dann diese Kanonen zum Schweigen bringen. Die so viele Menschen getötet haben. Was ist das? Scharfschütze! Er ist oben in diesem Bunker. Wir müssen ihn rauslocken. Unten bleiben. Alles klar. Puh. Der will's aber auch wissen, der Willi, ne? Kopf runter! Das sind mehrere. Kann das sein? Oh! Er hat einen von uns. Flanken überprüfen.
Vielleicht können wir ihn erreichen. Fuck, der sieht mich. Könnte mich jetzt treffen. Ich kann mich nicht bewegen! Hilfe! Wir ziehen sie rein. Durchhalten. Wir schnappen ihn uns. Wir müssen uns beeilen. Aua. Wie hätte der mich so gut treffen können? Ich kann nicht gehen. Bitte, hilf mir. Da hinten. Ich kann nicht gehen. Aua. Fuck, Alter. Ist doch mal ein Scharfschütze. Ja, ich hätte warten müssen. Ich hab einen Versuch. Ne. Ich glaube, ich muss wirklich reingehen. Na? Also ich glaube, das ist so der Deal. Er hat einen von uns. Flanken überprüfen. Vielleicht können wir ihn erreichen. Wenn ich da gerade eh noch ein Pack finde, dann gönne ich mir das. Ich kann nicht gehen! Darf mich nicht treffen. Mich nicht bewegen! Wir ziehen sie rein! Durchhalten! Wir schnappen ihn uns! Wir müssen uns beeilen! Hinter den Wagen! Hilf mir. Oh. Versuchen wir ihn von hier aus zu überraschen! Oh, hilf mir doch jemand! Lenke sein Feuer auf mich! Sie kümmern sich um ihn! Ich gehe in Deckung! Er ist nicht allein! Es sind ziemlich viele hier! Kollege! Ab ein. Da hinten bewegt sich noch einer. Bin doch nicht dumm, Alter. Da ist noch einer. Ist tot. Granaten tun mir gut. Ist nichts mit dir. Hat er mich fair? Er wartet jetzt nur noch auf uns. Das wird ein 1 gegen 1. Er ist getroffen! Gute Arbeit, Daniel. Er ist eher tot. Rücken auf! Zu mir! Was hat er denn hier? Ein SWT. Ja, jetzt kann ich das machen, was du kannst. Der Bereich ist gesichert, aber dieser Soldat hätte nicht sterben müssen. Ja, natürlich nicht. Was hätte ich denn machen sollen? Also ich kann auch selber drauf gehen, wenn du möchtest. Ich weiß nicht, ob das in deiner Idee ist. Natürlich, ich hätte ihn reinziehen können, aber haben wir gesehen, wie der gefällt. Nachladen. Mehr Munition, Daniel! Ah, jetzt hab ich ihn. Bin leer! Lade nach! Werfe eine Granate! Nachladen. Dann hat's ins Herz getroffen. Ja. Verstanden, Sir. Steht auch hier hinten. Der ist weg. Turner. Gib mir Munition. Hier, Private. Südosten. Werfe eine Granate. Da
Da oben ist einer. Da kommen sie! Deutsche! Wachsam bleiben! Tot. Beeilung! Feind geht aus der Deckung! Bewegung, Bewegung! Ich brauche hier Hilfe! Jetzt aber. Okay. Sie rücken von Süden vor. Sie rücken im Osten vor. Von der Seite. Hab ihn erwischt. Er ist durchlöchert. Werfe Granate. Fuck, Mann. Hab ihn. Wow, was war denn das? Entweder war ich schon so schwach, dass ich eigentlich hätte einpacken können. Treffer, Treffer. Weg. So, bereit für Munition. Danke. Ja, Leute, vorwärts. Nun. Er ist tot. Okay. Ich bin hinter deren Linien. Ich heile mich zur Sicherheit. Der ist weg. Da drüben ist ein Scharfschütze lang gelatscht. Ist tot. Sie kommen von Südost. Nachladen. Tot. Hab extra Rauch und Granaten. Ich weiß. Ich nicht. Werfe Rauchgranate. Rauchgranate. Oh, ist auch eine Fernkampfwaffe. Silas! In einer Reihe bleiben! Ich brauche mehr Munition, Sir! Hier, Private! Danke! Hab extra Rauch und Granaten! Silas! Kann ich gebrauchen! Fang! Der ist tot. Sie kommen aus dem Norden. Rein da, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Werfe Granate. Kopf runter. Das war der letzte von ihnen. Gut gemacht, Daniels. An der Brücke sammeln, Männer. Wir besetzen die Mühle als Stützpunkt. Wenn Pearson hier eintrifft, rücken wir zum Sammelpunkt vor. Bin auf dem Weg, Sir. Nicht noch eine Brücke. Scharfschütze! Hab ihn. Hab zwei. Bin leer! Lade nach! Drei. Hab noch einen. Wow. Okay, das hat mich gerade überrascht, die Explosion. Einer. Zwei. Drei. Da oben ist ja noch einer.
So. Umdrehen. Tot. Granate geworfen. Nimm das, Alter. Oh, fuck. Nicht noch einer. Okay, tot. Woher kam das? Noch ein Toter. Nachladen. Ah, toll. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Die mit ihren scheiß Raketenwerfern. Oh, kotzt mich das gerade dezent an. Was? Wo ist denn der letzte? Hier ist Munition, Private. Sie rücken im Nordwesten vor! Oh ja, den will ich haben. Alter! Sorry, warum gibt man den Leuten was? So diese behinderten Raketenwerfer. Bin leer, lade nach. Und der letzte nochmal. Munition für Sie, Private. Ja, herzlichen Glückwunsch, Alter. Kurz. Letzter Schuss. Wir haben sie zurückgeschlagen. Haben wir? Granaten und Rauch, wann immer du sie brauchst. Noch Munition, Sir! Das ging ja easy. Bereit, wenn du es bist. Hier sind sie. Und jetzt? Wir halten die Position, bis Pearson kommt und stürmen den Hügel gemeinsam. Vielleicht hat er die Mühle umgangen und ist allein los. Er hat nicht genug Männer. Das hat ihn noch nie aufgehalten. Ich sagte, wir warten hier. Und genau das werden wir tun. Bei allem Respekt, Sir. Was, wenn Skiles recht hat und Pearson vorgegangen ist? Dann ist das mein Problem, Daniels. Ich habe da so ein Bauchgefühl. Wenn ich mich nach Ihrem Bauch richten würde, Private, wären wir immer noch auf dem Boot der Normandie. Genau. Pearsons Trupp wurde bei Kasserine ausgelöscht, oder? Die Geschichte wiederholt sich. Hoffentlich nicht. Ich will wissen, was wirklich passiert. Ja. Nun, ich traue mich nicht, Turner zu fragen. Aber wenn es dich interessiert... Unsere Mission lautet, die deutsche Artillerie gemeinsam auszuschalten. Aber wenn Pearson eine Möglichkeit sieht, wird er sie nutzen. Der Trupp ist ihm egal. Zwischen Turner und Pearson zieht ein Sturm auf und es wird immer schlimmer. Das wissen wir leider schon. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.